Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe des JWR Podcast. Heute zum Thema Beyond Dimensions, Portalen auf der Spur. Und dazu begrüßen wir heute Abend unter anderem Buchautor Dieter Röskens. Hat im Jahre 2020 das Buch Begegnungen der fünften Art geschrieben. Und unter anderem begrüßen wir heute auch den Buchautor Werner Beetz, der 2019 das Buch Riss in der Matrix verfasst hat, Begegnungen mit einer anderen Dimension. Und im Jahre 2021 Portale, eine Spurensuche in die Vergangenheit und Gegenwart. Werner, einen schönen guten Abend auch an dich. Direkt mal eine Frage zu Anfang. Was macht ein Portalforscher, wenn er auf der Suche nach Portalen ist? Wir gehen mit technischen Mitteln vor. Also wir sind tatsächlich vor Ort. Wenn wir zum Beispiel hören, hier ist irgendwo etwas Merkwürdiges passiert, jemand hat in die Vergangenheit geblickt, sagen wir gerade in den letzten beiden Jahren eine Stelle erfahren in Südfrankreich, wo wir sehr oft sind, also ja in den letzten 20 Jahren 20 Mal. Und da hat sich auch die Portalforschung mit herausentwickelt. Also gibt es dann eine Stelle, da sagt jemand, da hat jemand offenbar in die Vergangenheit geblickt. Dann gehen wir da mit technischen Mitteln ran. Wir suchen nach physikalischen Anomalien, nach Abweichungen bei Energien, und zwar natürliche Energien, die aus der Erde herauskommen, und die Abweichungen sind sehr groß. Und für uns, wir sind also inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass diese Plätze, diese Anomalien Voraussetzungen für Portale bilden. Das sind nicht unbedingt Portale. Da geht es dann weiter. Wir suchen eben, und schön wäre es mal, wenn uns ein solches sich öffnen würde, direkt, wenn wir davor stehen, wenn wir selbst so einen Blick werfen könnten. Gut, einmal waren wir vielleicht ganz nah dran. Das war in dem allerletzten Buch dann beschrieben, Portale sind Realität. Da haben wir dieses Erlebnis beschrieben. Ich selbst habe auch schon mal in Nordfrankreich ein Erlebnis gehabt. Das ist in dem ersten beschrieben, in dem ich in die Vergangenheit blicken konnte, mit einer Begleiterin zusammen, etwa 200 Jahre zurück, und habe das erst dann wirklich realisieren können, als ich viele Jahre später mal historische Karten angeschaut habe. Das sind natürlich auch Dinge, man trägt Legenden zusammen, Überlieferungen, Berichte von Menschen. Und wir versuchen das aber irgendwo an physikalischen Gegebenheiten festzumachen, weil wir sagen, es müssen doch bestimmte Voraussetzungen herrschen, damit sowas überhaupt passieren kann. Kannst du von diesem Erlebnis, von dem du gerade berichtet hast, mit diesem weiten Blick in die Vergangenheit etwas detaillierter berichten? Weil ich denke, das ist auch etwas, was, glaube ich, in diesem Moment viele Zuhörer und auch Zuschauer interessiert. Ja, das ist jetzt über 40 Jahre her. Es war oder etwa 40 Jahre in den 1980er Jahren. Da war ich mit meiner Begleiterin in Belgien in Urlaub ein paar Tage im Frühjahr. Wir haben uns die Gegend angeschaut, haben wir öfter gemacht dort, weil es auch sehr schöne, interessante Gegend ist, schöne Städtchen. Und wir hatten die Idee, wir fahren mal nach Calais. Damals fuhren dort noch diese Hovercrafts, die Luftkissenboote. Das wollten wir uns mal anschauen. Und da sind wir dann über so eine National- oder Landesstraße, sind wir von Belgien durch den Norden von Frankreich gefahren, Richtung Calais, das ist nicht sehr weit. Und da ist ein kleines Dorf vor Calais, wie heißt es, Valdam heißt das, genau. Und da waren wir schon durch, ist nur ein kleines Nest. Da waren wir durch und plötzlich sahen wir rechts von der Straße eine Abzweigung. Und da standen so, ich sag mal, 50, 60 Meter hinter der Abzweigung, da standen ein paar Häuser, links und rechts der Straße. Die Häuser, wir hatten damals den Eindruck, die sahen arm aus. Arme Menschen, die waren nicht verputzt, die Straße war nicht gepflastert. Und die Schornsteine rauchten, es war ja noch im Frühjahr, da spielten Kinder auf der Straße. Die haben es überhaupt nicht beachtet. Aber für uns war das irgendwie so eine Idylle, wir hielten an. An der Einmündung war nicht viel los, wir hielten an, sind nebenan gefahren, so ein bisschen in diese abzweigende Straße hinein und sind ausgestiegen.
haben es angeschaut, haben uns aber nicht getraut, näher zu gehen, weil ja, wir kamen da mit unserem Auto, die Straße war nicht gemacht, also wollten da auch nicht die Voyeure sein. Und da sagte sie noch, mach doch mal ein Foto. Ja, dann nahm ich alte Sucherkamera mit Zelluloid-Film noch, habe da ein Foto gemacht, dann sind wir weitergefahren. Zu Hause, als der Film entwickelt war, war auf dem Foto nichts drauf. Da war ein leeres Bild dazwischen. Zwischen den Bildern aus Belgien und den Bildern von den Huber-Crafts ein leeres Negativ. Und na gut, dachten wir, ein technischer Fehler. Im nächsten Jahr waren wir wieder in der Gegend und dort in Belgien haben wir gesagt, oh, lass uns nochmal nach Calais fahren. Mir ging es nicht aus dem Kopf, diese Häuser dort mit diesen Menschen. Und wir sind wieder die gleiche Straße gefahren, Valdam vorbei. Und dann haben wir vergeblich gesucht, die Häuser waren weg. Es war auch ziemlich leicht zu lokalisieren. Es war einfach ein leeres Feld. Da war nicht mal was gepflanzt im Frühjahr. Es war einfach leeres Feld und Brachland. Da war unser Gedanke, ja gut, vielleicht haben sie die alten Häuser abgerissen, die Menschen umgesiedelt, wollen irgendwie dort was hinbauen. Und aber wenn man heute bei Google Earth sich die Stelle ansieht, da ist bis heute nichts gebaut. Das ist also immer noch Brachland oder Ackerland, je nachdem, zu welcher Zeit man da schaut. Und erst viel, viel später, als ich dann mit der Portalforschung nach, als wir so aktiv waren und dann dem ersten Buch geschrieben haben, und da fiel mir auch das wieder ein und dachte ich, es haben doch, in der Zwischenzeit dachte ich schon mal, viele Menschen berichten doch davon, dass sie einen Blick in die Vergangenheit werfen konnten. Sie sahen alte Schlösser, Burgen, die dann nicht mehr waren, also die früher einmal da waren. Und ja, dann habe ich nachgeprüft, dann habe ich über historische Karten mal geschaut. Und in historischen Karten ist tatsächlich zwischen dem Ort Valdam und Calais bis ins 18. Jahrhundert ein paar Häuser eingezeichnet, die heißen Petit Val. Wohl abgeleitet von Valdam. Die hießen Petit Val. Im 19. Jahrhundert waren die schon nicht mehr da. Heute sieht man wahrscheinlich keine Spur mehr davon. Im Boden vielleicht ein paar Fundamente noch. Und aber sonst ist nichts mehr zu sehen. Ich habe mehrere Karten gefunden. Auf einer Karte, da war es einfach so als Flecken mit dem Namen eingezeichnet. Und auf einer Karte war sogar die Abzweigung von der Hauptstraße eingezeichnet und diese Häuser links und rechts der Straße. Also konnten wir offenbar 200 Jahre zurückschauen. Ja, ich kenne die Geschichte ja schon. Du hast Du sie kennst sie, ja. im Podcast schon ein paar Mal erzählt und ich finde die immer wieder spannend. Ich bin immer wieder ganz begeistert, wenn du die erzählst, weil das wirklich sehr interessant ist. Dieter, wie siehst du das Thema Portale? Du befasst dich mit der Telepathie. Siehst du da Parallelen? Also Portale, wie der Werner sie jetzt beschrieben hat, auch oben mit dem kleinen Ort Wall, denke ich, entstehen durch eine Frequenzverschiebung. Es ist ja alles Frequenz, egal wo wir hinschauen. Und auch diese Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung der Frequenzen, sei es das Sonnenlicht ist eine Frequenz zum Beispiel, das Mondlicht ist eine Frequenz, was auch immer, überall ist Frequenz, dein Rotlicht oder das Bild hinter dir, alles wird durch Frequenzen wiedergegeben. Und wenn eine Frequenzverschiebung stattfindet durch starke Magnetfelder von mir aus der Sonne, die hervorgerufen werden durch Sonnenstürme hier auf der Erde, da kann es passieren, nach meinem Verständnis, ob das richtig ist, weiß ich nicht, kann es passieren, dass wir eine quasi Zeitverschiebung erleben, so wie der Werner jetzt sie erlebt hat. Und ich habe keinen Zweifel daran, ihm irgendein Wort nicht zu glauben. Also ich bin davon überzeugt, dass es so war. Und dass er das, was er sieht und auch die Portale, dass die möglich sind, nicht immer, immer dann, wenn besonders starke Magnetstürme da sind. Jetzt momentan haben wir, glaube ich, nur Sonnenfleckenmaximum, was alle 11 Jahre auftritt. Und dann entstehen starke Sonnenschirme. Das Magnetfeld der Erde beschützt uns. Das sieht aus wie so ein großer Pilz, der um die Erde rum ist. Und es kann sein, dass durch diese
elektromagnetischen Felder so etwas hervorgerufen wird. Das heißt, das wird also auch unser Dimensionsverständnis vollkommen neu aufrollen. Das heißt also, die Dimensionen sind vielleicht einfach nur nebeneinander aufgebaut und können rüberscheinen durch bestimmte Wettererscheinungen, wie auch immer. Nur als Überlegung jetzt mal. Das muss alles nicht richtig sein, aber das ist so jetzt spontan meine Vermutung, was ich habe, als ich in Werner seine Geschichte gehört habe. Die höre ich nicht zum ersten Mal, die habe ich auch schon zwei oder dreimal ge gehört durch verschiedene Podcasts. Kein Ding. Hochspannend. Ich kenne die Gegend da oben. Und Boulogne-sur-Mer ist eine Badestadt hier von zwei Brücken. Und von daher war ich ja da oben auch so sicher schon da oben in dem Ding, weil zwischen Calais und Boulogne-sur-Mer haben wir natürlich auch abgeklappert. Da oben mit den Sandhügeln, mit den Bergen, wo das Kreuz draufsteht, wo du gucken kannst, wie die Schiffe fahren. Wunderschön. Aber es ist, ja, alles ist Frequenz, alles schwingt, sage ich immer. Ja, also da bin ich bin davon überzeugt, dass es das gibt. Der Bekannter von mir, mit dem ich auf Facebook geschrieben habe, der hat mir einen Artikel geschrieben über, er ist spazieren gegangen mit seinem Hund und da war wahrscheinlich auch sowas, so ein Zeitanomalie. Er sah ein Feld mit Mais, was von kleinen fliegenden Robotern, na, wie heißen die Dinger hier, die Drohnen bearbeitet wurde, die Ähren oben. Also das haben wir ja noch gar nicht, ne, in unserer Zeit jetzt. Also das ist, halte ich alles für möglich. Zeitverschiebung, ob das jetzt durch Portale ist oder einfach nur durch Frequenzverschiebung. Das halte ich alles für möglich. Vielleicht müssen wir mal zum allgemeinen Verständnis, nun ich weiß nicht, ob es dafür eine feststehende Definition gibt, aber vielleicht mal klären, was bedeutet erst einmal Portal per Definition, damit wir wirklich über das Gleiche sprechen. Werner, worüber sprechen wir bei einem Portal per Definition? Ja, es gibt mit Sicherheit ganz verschiedene Definitionen von Portalen. Es gibt also auch, das weiß ich, es gibt Filme und Beiträge, das sagen die Leute, es gibt menschliche Portale, die Portale werden durch Geist erzeugt. Das sind andere Dinge, die gehen also eher ins Spirituelle auch hinein. Aber wir interessieren uns für die wirklich physischen Portale, die mit Sicherheit auch noch physisch nutzbar sind. Und zwar verstehen wir dann unter Portal eine Stelle, in der man übertreten kann, entweder in eine andere Zeit oder in eine andere Dimension oder auch zu einem anderen Ort. Es gibt also auch Teleportationsportale. Auch das ist möglich. Der Dr. Heinrich Kusch, der hat ja da auch schon einiges darüber gesagt und geschrieben. Und das sind ganz verrückte Geschichten von dem Professor Neugebauer, der sich, die der, da du sagtest es, Frequenzen, der sich mit Hilfe von Tönen, von Frequenzen quasi von aus solchen Portalen weggebeamt hat, kann man sagen. Wir arbeiten auch mit Frequenzen, also unsere Messungen, die beruhen auch auf Frequenzen. Wir sind da im ganz niederfrequenten Bereich VLF, Wo weil seid wir ihr eben da? Wo da seid messen. ihr? Das würde mich interessieren. Auf welchem Frequenzbereich seid ihr da? Wir messen in dem Bereich von, meist sind es etwa 9 bis 24 Kilohertz, mehr nicht. Kilohertz. Okay, ja, das ist schon sehr niedrig. Genau. Und da sind eben diese Anomalien, die dazu führen, dass man auch vielleicht nur in eine andere Zeit schauen kann. Es gibt ja auch ein sehr bekannter Portalort, der Untersberg. Ich glaube, das sind mehrere Portalorte in einem, was da am Untersberg vorgeht, zwischen Deutschland und Österreich, dieses Grenzgebiet. Und auch da haben wir schon Messungen vorgenommen, geforscht und verrückte Sachen erlebt. Aber das ist so unsere Definition von Portalen. Genau. Stellen, Plätze, die den Übertritt möglich machen, in Übertritt oder auch nur zu schauen. Du hast es vorhin gesagt, es gibt ja auch Portale aus eher, könnte man sagen, spiritueller oder esoterischer Sichtweise. Zum Beispiel auch so, ich würde sagen, wenn man jetzt das Ouija-Board benutzt, dann öffnet man ja auch so eine Art Portal laut der Nutzer.
Und oder durch sonstige Rituale eben, ne? Wenn man eben irgendwelche Rituale durchführt, sagt man, könnte man ein Portal zur geistigen Welt, zur Welt der Geister, zur Welt oder ins Jenseits oder wo auch immer hin öffnen. Aber bleiben wir bei deiner Definition der Portale. Denkst du denn, es gibt Orte auf der Welt, die mehr Portalaktivität aufweisen als andere, um es mal so auszudrücken, ja, wie zum Beispiel Frankreich. Wie, genau. Also ich denke, es gibt einige Orte, die sind ganz heftig. Zum Beispiel das Bermuda-Dreieck. Bermuda-Dreieck wird, also es gibt auch so eine Definition, es gibt so grobe, die sagen, es gibt diese Vile Vortices. Ich glaube, das sind 12 Stück auf der Welt. Das sind also riesige Energiewirbel. Dazu soll das Bermuda-Dreieck zählen. Wir hatten nun noch keine Möglichkeit, dort unsere Forschungen vorzunehmen. Es gibt ja Orte wie den Untersberg, an dem immer wieder von Zeitverschiebungen, Zeitversetzungen, Zeitverlust gesprochen wird. Wir hatten auch hier schon messtechnisch ganz unerklärliche Ergebnisse am Untersberg. Also auch da deckt sich das wieder. Und dann diese Region, in der wir, ja, wie gesagt, seit 20 Jahren forschen, nicht von Anfang an nach Portalen. Das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren ergeben, dass wir hier eigentlich an einer sehr portalträchtigen Stelle oder Region sind. Das ist eben in Südfrankreich, in den Pyrenäen. Das ist die Region um Rennes-le-Château. Wobei Rennes-le-Château ja aus ganz anderen Gründen berühmt geworden ist, nämlich durch den Pfarrer Bérenger Sonnier mit seinem plötzlichen Reichtum und dem Westgotenschatz und was da alles vermutet wird. Aber die Region ist eben für uns aus anderen Gründen sehr interessant. Da waren die Templer sehr aktiv und es gibt da ganz interessante Plätze, die auch die Templer geschaffen haben. Und da sind wir wieder eigentlich bei einem neuen Thema, was wir da einbeziehen. Wir nehmen an, dass die Templer oder sogar noch frühere Kulturen hier auch in Europa und wahrscheinlich weltweit davon wussten und auch wussten, wie man diese Kräfte beeinflussen und steuern kann. Und das haben die Templer also ganz gezielt gemacht. Wie kommt man auf die Idee? Du hast das gerade sehr schön am Anfang erwähnt, dass das Thema Portale ja noch nicht am Anfang direkt im Fokus der Forschung stand. Wie kam man auf die Idee oder auf diesen ersten Hinweis, dass da vielleicht so etwas wie Portale hinter dieser Forschung stecken können? Und noch eine Anschlussfrage direkt dahinterher. Was verstehen wir hier dann konkret unter Anomalien und was lässt dann konkret auf diese Portale dann deuten? Gut, das ist eine lange Forschungsgeschichte. Es ging los mit unseren Ideen, aus denen dann das Buch Kräfte aus dem Nichts entstanden ist. Das ging den anderen beiden ja noch voraus. Da war eigentlich unser Grundgedanke, wir überlegten, was ist eigentlich los bei solchen Wallfahrtskirchen? Die haben immer eine Gründungslegende und oft ist die Gründungslegende in der Art, dass da eine Madonnenfigur oder irgendetwas gefunden wurde. Es war über Nacht plötzlich da, man hat es weggebracht in die nächste Pfarrkirche und am nächsten Morgen lag es dann wieder dort draußen im Busch, im Feld. Und na, nach ein paar Tagen hat man dann gesagt, das will halt da bleiben, man baut eine Kirche dort. Wir sind dann einige dieser Stellen abgefahren, gerade bei uns in der Region, es gibt die überall und unsere einzige und heute noch praktizierte Messmethode in bestimmten Fällen ist die Wünschelrute. Einfach die Gabelrute und die Winkelrute. Und damit haben wir diese Stellen, die sind wir mal abgegangen und haben festgestellt, ja, hier gibt es Kräfte. Hier gibt es, das sind Kreuzungen von Kraftlinien. Man kennt ja das Gitterliniennetz, das Kraftliniennetz der Erde. Und wir wollten aber mehr darüber wissen. Und haben gesagt, wenn es hier solche Plätze gibt, die vielleicht solche Dinge zustande bringen, dazu in der Lage sind und auch die Route zeigt das an, dann muss eine physikalische Kraft dahinter stehen. Das war unsere Idee. Und dann haben wir also lange probiert, bis wir festgestellt haben, ja, es gibt offenbar Kräfte, die an manchen Stellen stärker sind
als am anderen. Und Dieter, du hast es vorhin erwähnt mit den Einwirkungen der Sonnen, ja, der Sonnenkräfte, Sonnenstürme, diese Frequenzen, die ändern mit Sicherheit auch etwas daran, aber dass die mal stärker, mal schwächer sind, das haben wir also inzwischen auch festgestellt, aber dennoch sind diese Plätze immer wieder messbar. Das heißt, die sind permanent oder viele, viele davon, sage ich mal. Und dann haben wir festgestellt, als wir so während bei diesen Forschungen unterwegs waren, da ging es eigentlich eher um Impulse, die offenbar von Bergen oder in bestimmten Regionen vom Untergrund her ausgestrahlt werden. Und dann haben wir festgestellt, es gibt hier Plätze, da sind es keine Impulse, sondern da sind es Energie, ja, hochenergetische Felder. Die können 2, 3 Meter im Durchmesser sein, die können aber auch mal 1 Kilometer oder größer sein. Und dort haben wir eben nicht nur irgendwelche Impulse, sondern da haben wir plötzlich ein Feld, als wenn die Impulse vielleicht ineinander fließen, auch das haben wir schon gesehen, dass die plötzlich immer stärker werden und dann fließen die ineinander. Man kann sie nur noch an den Messergebnissen ganz fein differenziert unterscheiden. Und da sagten wir, hier muss doch irgendetwas sein. Und dazu kam, du fragtest nach dem Anstoß, warum wir überhaupt auf Portale kommen. Und das war ein anderer, nämlich in Rennes-le-Château, in dieser Kirche von dem Pfarrer Sonnier, die er da vor über inzwischen 120 Jahren so aufwendig renoviert hat. Und da wissen wir ja, da steht über der Kirchenpforte dieser Spruch, terribiles est locus iste. Dieser Ort ist schrecklich. Der Spruch geht weiter noch, dann heißt es denn, er ist das Haus Gottes und die Pforte zum Himmel. Aber zitiert wird immer nur, dieser Ort ist schrecklich. Und früher haben die Leute gesagt, warum schreibt der Pfarrer an seine Kirche, dieser Ort ist schrecklich. Wir haben dann aber erfahren, dass es diesen Spruch an ganz vielen Kirchen gibt. Auch in Deutschland gibt es diese Kirchen, Klöster. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist ein Bibelspruch. Er wird zwar in der deutschen Bibel inzwischen anders übersetzt. In den deutschen Fassungen, da steht überall, dieser Ort ist herrlich, dieser Ort ist, was weiß ich. Aber die lateinische Fassung, da steht definitiv, terribilis est. Und auch die hebräische Bibel, da steht also auch drin, dieser Ort ist schrecklich. Das war die Aussage Jakobs, als er aufgewacht ist und die Himmelsleiter gesehen hat. Und die Engel und, wie er meinte, Gott persönlich, sind diese Himmelsleiter hinabgestiegen und wieder hochgestiegen. Und der Ausdruck kommt einfach daher, er war erschrocken. Na gut, wer erschrickt nicht, wenn er aufwacht, wenn er sich hier zum Schlafen niedergelegt hat, wacht auf und neben ihm steigen plötzlich Engel auf und nieder. Er war erschrocken und das ist eben der Hintergrund. Und auch das ist eigentlich ein Portalerlebnis, was der Jakob dort hatte. Wenn man mal davon ausgeht, dass er nichts geraucht hat und dass es keine übersinnliche Wahrnehmung aus einem anderen Grund war, dann war es offenbar ein Portalerlebnis. Und auch diesen Dingen sind wir schon nachgegangen. Da haben wir einen Hinweis bekommen in Ohrdruf in Thüringen. Das ist interessanterweise an einem Ende des Jonastals. Und sagt jemand, ja, da ist eine Kirche, da steht nur noch der Turm, aber das war mal ein Kloster. Das hat Bonifatius persönlich gegründet, weil er vom Fluss aus, ich glaube, Ora heißt der Fluss, und da hat er dort oben eine Engelserscheinung gesehen. Und daraufhin hat er dort dieses Kloster gegründet. Da sind wir hingefahren und sind die ganze Fläche abgegangen und haben tatsächlich 3 solcher Spots gefunden. Es sind natürlich nur, ich sage mal, vage Indizien. Man bräuchte noch ganz viele mehr davon. Aber auch bei den Klöstern, wo dieser Spruch angebracht ist, wir finden überall diese Energieflecken. Und deshalb haben wir uns eben darauf
ein wenig spezialisiert und suchen die dann eben auch an anderen Orten, wo Leute solche Berichte, wo man solche Berichte hört. Und dadurch können wir das so ein wenig abstimmen und aufeinander abstimmen, sagen, ja, das könnte hier genauso gewesen sein wie da. Mehr können wir nicht machen, solange es uns nicht gelingt, vielleicht mit Hilfe von Frequenzen so ein Portal zu öffnen. Das wäre natürlich ideal. Ich habe eine Frage zu den Frequenzen. Du hast ein Messgerät. Wie muss ich mir das vorstellen? Hörst du da etwas oder zeigtest du die Frequenz an, die dort aufgenommen wird? Das ist als Antenne eine Spule mit sehr vielen Windungen. Ja. Die hängt einfach derzeit noch bei mir, noch über die Soundkarte an einem Laptop. Ich habe auch inzwischen, habe ich also auch die Hardware, um höhere Frequenzen zu messen. Denn die Soundkarte, die macht ja nur mit, soweit das auch hörbare Frequenzen sind. Dann wird es oben drüber, da wird es also schon schwierig. Aber ich habe jetzt so ein Interface und habe auch die Software dazu. Ich muss nur noch Windows 10 oder 11 aufs Notebook spielen. Dann können wir also über ein Interface, über einen USB-Eingang, können wir dann ins Notebook gehen. Und da ist eine Software drauf, die das misst und aufzeichnet. Das Das heißt, heißt, ich habe eine Aufzeichnung, ich kann das jederzeit vorführen und zeigen, im Sekunden. Im Minutenabstand werden da Screenshots gemacht. ja. Das läuft durch. Während man misst, sieht man natürlich auch die Veränderung. Da ist das natürlich dynamisch. Und in dem Screenshot sieht man eben immer nur, was während der letzten Minute passiert ist. Aber mit der neuen Software, da können wir sogar Videos machen. Also das heißt, da haben wir sogar den Ablauf. Mich würde interessieren, was für Geräusche dort aufgenommen werden dann in dem Fall. Sind das Rauschen, verstärktes Rauschen oder wie muss ich mir das vorstellen, was das für eine Strahlung ist? Ich meine, Strahlung ist ja immer eine erhöhte, was auch immer, erhöhte Sendeleistung, sage ich jetzt mal. Ne? Normal strahlt, was weiß ich, ich sage jetzt mal als Beispiel die Erde mit 0,3 Watt. So, und jetzt strahlt sie da mit 0,5 Watt. Da muss ich ja irgendwas hören. Da muss ja knistern sein oder knastern oder was auch immer. Hat man da irgendwas? Oder Also hast du da schon irgendwas gemerkt? wir messen nur, wir hören nicht rein. Ah, Wenn man okay. es hören würde, dann Ja. hätte man dort, wo diese Impulse erscheinen, da hätte man einfach wahrscheinlich einen Knall. Ja, wird es einfach ploppen, knallen. Das würde mich interessieren, Ja, genau. und das in den Abständen, weil diese Impulse, die gehen ja auch über die ganze Frequenzbreite. Klar. Die werden nach oben hin schwächer, aber mitunter gehen die wirklich bis über 20 Kilohertz, gehen die hoch und knallen da rein. Und diese Felder, ich denke, bei den Feldern dürfte es, weil wir schon festgestellt haben, dass diese Impulse einfach nur stärker werden, bis sie so ein Feld bilden, dann dürfte das auch dynamisch sein. Das heißt, das ist kein Feld, kein Rauschen, sondern eher ein Knattern. Ja, ist interessant. Das würde mich mal interessieren, was das für Geräusche macht. Weißt du? Das muss ja irgendwas, wenn man das auf den Lautsprecher legt, dann auch irgendwas zu hören sein. Irgendwo. Sei es auf FM, sei es auf AM oder wie auch immer. Oder im Seitenband vielleicht sogar. Es könnte sein, ja. Ne, dass man da irgendwas hört. Das wäre vielleicht interessant. Ja. Vielleicht ein Muster raushören. Dass man das vielleicht sogar dann visualisieren könnte, ne, auf dem Bildschirm und sagt, okay, hier haben wir ein Zackenbild. Zum Beispiel. Ja, genau. Ja, Sowas. mitunter sehen wir sogar seltsame Muster. Aha. Dann haben wir auf dem Monitor nicht das Feld oder die Impulse, sondern wir haben etwas wie ein Funksignal. Es gibt in diesem Bereich sehr wenig Funksignal, das muss man sagen. Es gibt da nur noch die U-Boot-Sender, die hier Längswelle. weltweit genau auch im Auf Längswelle. VLF-Bereich Ganz senden und genau. empfangen, Uhrzeitsignale ausgeben. Ja, ist klar. Und die sehen wir, die wissen wir natürlich, die kennen wir auch, da Ja. gibt es Listen drüber. Sind die im Und 24 Kilohertz-Bereich? Nee, die sind weiter unten, ne? die sind drunter teilweise so. Ja, 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 ja. sogar drunter. Und
Und dann tauchen plötzlich mitunter Signale auf, die also auch längs mit der Zeit laufen, genau wie ein Funksignal, die sich dann aber plötzlich bewegen. Wir haben dann zwei Schwachsignale. Das obere, das erweitert, das erhöht plötzlich die Frequenz. Und symmetrisch dazu reduziert sich die Frequenz des unteren. Ja, oder sie bilden so Treppenstufen. Das sind also Dinge, die konnten wir noch nicht definieren. Es sind offenbar keine Störungen. Wir haben also auch wirklich lange getestet. Wir können jede Störung fast visuell erkennen. Wir können, wenn das Ding läuft, da können wir sagen, oh Moment, hier ist ein Elektrozaun in der Nähe, da gibt es Tiere oder Hochspannungsleitung. Okay, da brauchen wir gar nicht fragen. Elektromotoren, Autos, das sind die Zündungen. Das wissen wir, da brauchen wir gar nicht anfangen. Aber wir sind ja oft im freien Gelände draußen, wo es keine elektrischen Geräte gibt. Und wir sind aber auch in bewohnten Gebieten, wo Signale auftreten, die vielleicht von elektrischen Geräten stammen könnten, die aber dann so ungewöhnlich sind, auch in der Flächenausbreitung, dass wir sagen, das kann einfach nicht sein. Zum Beispiel Signale da waren wir noch mit dem Kräfte aus dem Nichts, da hatten wir Signale, Impulse in Chartres, in der Altstadt. Wollten die Kathedrale mal untersuchen, ob da irgendwas Besonderes ist. Nee, die Impulse, die sind in der kompletten Altstadt, so als würde irgendwo ein Elektrozaun, ja, so ein Tacker, Wahnsinn. so ein Taktgeber laufen. Ja, Und ja, die sind ja. so stark in der ganzen Altstadt, wenn man die Tür zur Kathedrale durchschreitet, wenn man in die Kathedrale geht, sind sie weg. Wahnsinn, Alles ja. blank. Und wenn man rausgeht, wir sind dann mit dem Gerät durch die Stadt gelaufen. Und da gibt es eine Grenze der Altstadt. Das ist so ein kleiner Fluss. Und sobald man den erreicht, sind sie auch weg. Das heißt, es kann kein elektrisches Signal sein, denn das ginge noch weiter. Aber die Kathedrale, die schirmt das offenbar auch komplett ab. Wie auch immer, aber ich sagte ja vorhin, dass die Templer auch in der Lage waren, mit ihren Kirchen, egal ob Kathedralen oder kleine Kirchen, auch Kraftlinien zu teilen, zu versetzen und zu beeinflussen. Wir hatten gerade früher, in der frühen Zeit vor der Religion, waren ja diese Plätze der Kirchen, heilige Plätze der Druiden und der Medizinmänner, ne, der Stämme. Und die haben diese Plätze ja auch nicht ausgesucht, weil sie gesagt haben, ach, hier ist schön, hier scheint die Sonne, sondern die wussten natürlich um die Energie dieser Plätze. Ganz Ganz klarer genau, Fall. ganz Und genau. die Kirchen haben dann das, oh, der Platz ist prima, den haben die schon ausgesucht. Da bauen wir unsere Kirche hin. Hat denen quasi ihren energetischen Platz weggenommen. Na, Genau. also, das ist schon Wahnsinn, was da an Energie, was man da spüren kann, dann auch in den Kirchen selber, selbst heute in den Kirchen noch, wo früher ja diese heiligen Plätze waren. Das ist Wahnsinn. Das ist verrückt. Das stimmt schon. Und da kommen wir wieder zur Telepathie vom Daniel, wo wir gesagt haben, wenn die Menschen in der Kirche sind und gemeinsam ein Gebet beten und das intensiv machen, das ist die Voraussetzung, intensiv machen, dass man das wirklich, was weiß ich, wie weit hören kann. Ja. Also telepathisch, wohlgemerkt. Das ist ja alles, das ist ja, befördert ja die Telepathie, solche Plätze. Ja, also Wurde kann ich mir vorstellen. übrigens, ja, das ist zwar ein etwas anderes Thema, Ja, aber das absolut, absolut. übrigens schon in Versuchsreihen wurde das bestätigt. Ich glaube, die Amerikaner haben das gemacht. In Versuchsreihen, die haben also für Menschen, ich sag mal, in einem Krankenhaus, auf einer Station mit ähnlichen Krankheiten, haben die andere Menschen beten lassen und die wussten es nicht. Und da wurde für eine Testgruppe wurde gebetet und für eine andere nicht. Es gab Abweichungen, ja? Also die Heilung war besser bei der Gruppe, für die 100%. gebetet wurde. Bin ich von überzeugt. Ja, Bin ich von überzeugt. Frequenzen, ganz genau. Natürlich, alles Ja, ist das Frequenz, alles sehe ich schwingt. genau, ganz genauso, ja. Das ist schon Wahnsinn. Unsere beiden Moderatoren leben noch.
Also ich bin, also ich muss mich, ich wusste nicht, ob Daniel direkt was dazu sagen wollte oder ich, Ich weil ich habe weiß gesehen, dass nicht. du vorhin schon Luft geholt hast, aber deswegen habe ich jetzt Entschuldigung, dass gewartet, ich weil. lachen muss. Ja. Also ich hatte vorhin eine Frage gehabt, aber Dieter, du hast gerade ganz, ganz gute Fragen gestellt, auf denen sich viele meiner Gedanken gerade aufbauen. Das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast, bevor wir aufgezeichnet haben, wo du gesagt hast, nur durch solche Gelegenheiten, wenn man sich austauscht, wenn man mit Ja. jemandem über konkrete Dinge spricht, dann kommen mir erst die Gedanken, Ja. dann kommt man auf Dinge, die einen Ja. vielleicht weiterbringen, aber vielleicht einen auch nicht weiterbringen, weil man dann feststellt, dass man da vielleicht umsonst vielleicht etwas zu viel Zeit investiert hat und dass andere Gedanken, Anstöße von anderen Menschen teilweise für einen viel mehr sinnhafter erscheinen, als wie sie am Anfang gewesen Absolut. sind. Und Werner, ich habe eine Frage, die mich schon seit, ich glaube, 10 Minuten begleitet. Und zwar hast du ja über die Forschungen gesprochen und wo diese Forschungen auch stattgefunden haben, auch an welchen Plätzen. Und zu der Stadt kommen wir gleich, weil das finde ich sehr, sehr interessant. Du hast aber viele, viele Einrichtungen erwähnt oder Plätze erwähnt, die natürlich einem religiösen Thema entspringen, dass man da sagt, da findet man etwas Besonderes, was natürlich dann auch sehr interessant in dem Fall ist. Die Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt, ist, inwiefern spielt eventuell auch ein persönlicher Glaube eine Rolle, wenn man diese Forschung betreibt? Also ganz konkret gefragt, wie kommt man dann in erster Linie darauf, an diesen Orten oder Plätzen zu forschen und spielt eventuell dann auch noch Glaube an an etwas Religiösen, spielt es da eine besondere Rolle? Dann für dich auch persönlich dann in dem Fall. Das ist etwas, das frage ich mich die ganze Zeit schon. Nee, also das spielt für mich oder für uns keine Rolle. Es ist eben einfach so, und Dieter hat es ja gerade auch erklärt, warum es so ist, dass viele Kirchen und Kapellen an diesen Stellen stehen. Aber es gibt ja auch genügend Stellen, wo eben keine Kirchen und Kapellen stehen, wo vielleicht tatsächlich auch früher Kultplätze waren. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir den gleichen Effekt, wie wir ihn bei Templerkirchen oder Templerkapellen haben. Die haben da mit ihrer Architektur, mit den Säulen gearbeitet. Und das kann man mit der Wünschelrute eben sehr schön feststellen, wie die Kraftlinien, diese Erdkraftlinien versetzt und geteilt haben. Und ich kam auf die Idee, als ich in der Kreisanlage in Pömmelde war. Also mit Kirche überhaupt nichts zu tun. Ich habe das nur gesehen, diese Pfostenanlage, und dachte, Mensch, jetzt könntest du doch mal probieren, ob diese Pfosten das Gleiche bewirken wie die Säulen in einer Kirche. Und tatsächlich bewirken diese Pfosten das Gleiche. Die Kreisanlage steht im Prinzip auf einer Kreuzung von zwei Kraftlinien. Das haben wir ja öfter. Es kommt, ja, die Kraftlinien überziehen in einem Feld, ja, die ganze Erde und teilen die in so Rechtecke ein oder was auch immer. Und natürlich haben wir überall Kreuzungen. Und diese Kreisanlage steht auf einer solchen Kreuzung. Und je weiter man nach innen geht, in diese Pfostenringe hinein, mit jedem Pfostenring wird die Zahl der Kraftlinien größer. Die werden auch aufgeteilt, aufgesplittet, genau wie in den Templerkirchen. Deshalb unser Rückschluss ist einfach daraus ist einfach, dass die damals vor ein paar tausend Jahren schon ein ähnliches oder das gleiche Wissen hatten. Und es gibt auch zum Beispiel in Südfrankreich dort nicht nur die Templerkirchen, sondern dort im Bereich der Salzquelle, im Salztal, am Bügarasch, Pic de Bügarasch, eigentlich als UFO-Berg bekannt. Und da gibt es also auch Stellen, die liegen im freien Gelände oder an Straßeneinmündungen. Das war die Geschichte, die ich vorhin erwähnte. Da hatte eine Frau, die Jeanette Blum, hatte da auch in den 80er Jahren ein Erlebnis. Ihr wollte mit ihrem Auto in das Lavalieu fahren, Richtung Rennes-le-Château. Wir sind da schon oft gefahren. Die wollte da rein, aber es war schon dunkel oder dämmerig.
Da stellten sich ihr böse Hunde entgegen, große Hunde. Sie beschreibt sie mit einem menschlichen Blick und leuchtenden Augen. Und sie sagte, auf dem Berg oben war ein Haus, da brannte Licht. Und dem hat sie die Hunde auch zugeordnet. Aber sie konnte nicht weiterfahren. Das Auto hat sich nicht mehr vorwärts bewegt. Sie hat dann umgedreht, ist den Umweg über Rennleberg gefahren. Dauert halt etwas länger als durch das Tal. Das ist so eine Abkürzung. Und um dann dort von ihrem Freund zu erfahren, dass da, wo sie das Haus gesehen hat, mal vor langer, langer Zeit ein Haus stand. Die Hunde wurden nie mehr gesehen. Es stand dort ein Haus, also im Prinzip eine ähnliche, ein ganz ähnliches Erlebnis, wie wir es in Calais hatten, im Norden von Frankreich. Und das sind Plätze, die haben mit Kirche nichts zu tun. Die haben mit Kultplatz nichts zu tun. Oft wissen wir ja auch überhaupt nicht mehr, wo diese Kultplätze waren. Und es gibt, was wir jetzt gerade dieses Jahr uns in Deutschland vornehmen wollen, da gibt es Portalplätze auch in der freien Natur draußen, beziehungsweise auch in alten Bergwerksstollen. Das ist also auch ein ganz spannendes Thema und das soll es in Deutschland ein Portal geben. Ich sage jetzt mal, das ist bisher nur uns mündlich zugetragen worden. Das soll bis in die Zeit des Dritten Reichs genutzt worden sein. Wir konnten nur ermitteln jetzt anhand der Erzählungen und Indizien, dass das offenbar in einem alten Stollen liegen muss. Das ist spannend. Da fällt mir spontan die Forschung von Gunnar Hippmeier ein, weil du jetzt von unterirdisch auch redest. Ja. Mit seiner Resonanzkammer, von der auch, ja, wirklich, von dem man wirklich nicht weiß, wofür sie ist, könnte ja auch so eine Art Portalplatz sein. Geht es ja auch um Frequenzen, ne? Töne, Frequenzen, das finde ich ganz spannend. Ich habe das vorhin gefragt übrigens, ob sich das mit den Portalen manchmal auf gewisse Gegenden beschränkt, dass es da vielleicht vermehrt vorkommt, denn kennt ihr diese Blue Zones? Wenn ich jetzt sage Blue Zone, wisst ihr, was das ist? Blaue Zone. Ja, habt ihr eine Ahnung, um was es da geht? Nee. Jetzt so im Groben? Nee. Das sind Orte auf der Welt, an denen Menschen besonders alt werden. Also aktuell sind 5 dieser Blue Zones bekannt auf der Welt. Das ist Okinawa, Japan, Sardinien, dann die Nicoya-Halbinsel Costa Rica, Ikaria in Griechenland und Loma Linda in Kalifornien, USA. Und das sind jetzt diese bekannten Blue Zones. Und das finde ich ganz spannend, diese Blue Zones. Das sind Orte, an denen Menschen besonders alt werden. Die werden auch mit einer hohen Lebensqualität besonders alt. Das hat jetzt per se natürlich nichts mit den Portalen zu tun. Doch, doch, eigentlich schon. Ich finde vielleicht schon. Vielleicht schon, aber ja, vielleicht schon. Dieter hat natürlich seine Gedanken dazu, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich finde das, find das so spannend, denn das zeigt ja auch, dass es Orte auf der Welt gibt, bestimmte Orte auf der Welt gibt, an denen interessante Dinge vermehrt auftreten, besonders vermehrt vorkommen. Jetzt sagt natürlich, wenn man jetzt im Internet nach diesen Blue Zones googelt und wenn man jetzt in den aktuellen Stand der Wissenschaft auch reinguckt, dann sieht man, dann liest man eigentlich in der Regel, dass es mit der Ernährung zu tun hat. Die Leute beschreiben, hier bewegt man sich regelmäßig, man ernährt sich gut, man umgibt sich mit netten Leuten und trinkt mal ein gutes Glas Wein, dann denke ich mir, deswegen wird nicht der Großteil der Menschen, das machen viele Menschen hierzulande auch und was weiß ich, überall anders auf der Welt auch. Die trinken mal ein gutes Glas Wein, trinken nicht zu viel Alkohol oder trinken gar keinen Alkohol, essen viele Hülsenfrüchte, essen viel dies, essen viel das, bewegen sich viel. Die werden trotzdem keine 100 Jahre alt und schon gar nicht mit hoher Lebensqualität. Und in diesen Blue Zones ist es eben so, dass die Leute vermehrt mit hoher Lebensqualität sehr alt werden, 100 Jahre und mehr. Und das ist ganz spannend. Also das finde ich sehr interessant. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eben auf der Erde hier und da Orte gibt, an denen auch diese Portalaktivitäten vermehrt vorkommen. Natürlich interessant die Frage, wie werden diese Portale geöffnet? Oder wenn diese Portale sehr alt sind, vielleicht auch diese Portalorte, diese Portalplätze, waren die schon immer da? Wurden die? Ja, die Idee ist ja, um es gleich mal
ja, vorauszuschicken, die Idee ist ja, dass die Portalplätze früher genutzt wurden, vielleicht intensiver. Wie wurden die geöffnet? Wie wurden die genutzt? War der Menschenschlüssel? Oder Dieter und du habt das interessant diskutiert vorhin, das fand ich auch ganz spannend, mit diesen Muster, das da vielleicht auftaucht auf euren technischen Geräten oder vielleicht auch akustisch dargestellt wird, dieses Muster, bildlich oder akustisch dargestellt wird. Vielleicht ist das ein Weg, herauszufinden, wie man so ein Portal öffnet. Das finde ich auch ganz interessant, ja. Oder wie gesagt, vielleicht sind es bestimmte Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass man vielleicht durch so ein Vielleicht Portal. darf ich da was zu sagen. Ja, gerne. Wir haben ja vorhin gesagt, dass die Plätze, wo hier heute die Kirchen draufstehen, früher die Druidenplätze waren. Die heiligen Plätze der heiligen Leute in diesen Stämmen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Leute noch ein ganz anderes geistiges Potenzial hatten, um so etwas auszulösen. Dass man das braucht, um dann so einen Platz, so ein Portal, wohin auch immer es uns führt, durch so etwas, durch eine geistige Aktivität oder bestimmte Rituale oder bestimmte Tages- oder Jahreszeiten an einem bestimmten Tag. Das hat man ja heute noch, Sonnenwende im Frühjahr und Sonnenwende im Herbst. An solchen Tagen zum Beispiel, dass man da, treffen sich auch die Druiden am Stonehenge zum Beispiel, die sich heute auch noch, die Druiden, dass es da solche Tage gab, wo man das bewusst benutzen konnte, wie auch immer. Keine Ahnung, das ist Vermutung von mir. Ne? Also, aber so könnte ich mir das vorstellen. Ne? Wohin auch immer, in die Vergangenheit, in die Zukunft, in eine andere Dimension, wie Werner sagt, oder halt auch einfach nur an einen anderen Ort. Das halte ich für möglich, ja, natürlich. Damals hatte man ein anderes Verständnis zur Natur. Das haben wir heute nicht mehr, leider nicht mehr. Werner Das ist ist immer auf der Spur. Ja, schön. sogar durch Legenden bestätigt, genau das, was du eben sagst. Auch bei uns hier in der Region, da gibt es einen Berg. Da gibt es eine Legende, dass sich dort ein Portal am Johannistag öffnet. Schau an, siehst du? Da haben wir es doch Ja, schon wieder. da sind wir genau an dem Punkt. Und zwar gibt es da alte Erzählungen, dass eine Frau dorthin gegangen ist und eine Tür gesehen hat und ich glaube, mit ihrem Kind hineingegangen ist. Dann ging sie raus, das Kind blieb drinnen und war weg. Und sie Wahnsinn, hat es ja. dann erst im nächsten Jahr am Johannistag ging sie wieder hin und es hat sich wieder geöffnet. Und sie hat Wahnsinn, ihr ja. Kind wieder gefunden. All solche Dinge, und die gibt es in ganz Deutschland und mit Sicherheit darüber hinaus. Ja, sicher, sicher. Ich erinnere mich, ich habe mit Daniel, und das ist jetzt schon, ich würde mal sagen, gut 3, 4 Monate her, mal mit Daniel eine Folge über die Bibel gemacht. Und da haben wir versucht, Zusammenhänge herzustellen, natürlich in diesem Kontext dann zwischen Außerirdischen und der Bibel und was da vielleicht schriftlich festgehalten worden ist, wo man von ausgehen könnte, dass da vielleicht Dinge außerhalb von menschlicher Beteiligung da vielleicht auch zugange und zum Werke gewesen sind. Und da wurden dann im Laufe dieser Sendung, die wir dort aufgezeichnet hatten, auch einige Beispiele aus der Bibel verwendet, die zumindest darauf schließen lassen, dass es zumindest teilweise sehr unnatürliche Vorkommnisse zu berichten gibt, wie beispielsweise, ich glaube, ich weiß nicht, Daniel, wie es genau war, über Jesus auf den weißen Pferden im Himmel, wo er geritten ist. Also wirklich Bilder, die schwer nachzuvollziehen sind, zumindest wenn wir heute mal unseren Tierbestand auf der Welt betrachten, dass wir, glaube ich, keine fliegenden Pferde im Moment im Tierbestand haben. Das ist allerdings aber auch etwas, wo ich dann sagen würde, im Laufe der letzten Dreiviertelstunde, die wir bisher miteinander ja auch besprochen haben, dass es definitiv auch etwas sein könnte, was vielleicht ja damals wirklich gesehen worden ist oder eben genau aus dieser Portalmöglichkeit gegebenenfalls kommt. Ihr hattet, oder Werner, du hast vorhin etwas berichtet über die Gruppen, für die gebetet worden ist und über die Gruppe, für die nicht ge gebetet worden ist, wo man erkennen konnte, dass es der Gruppe, für die gebetet worden ist bei dem Krankheitsverlauf, dass es dieser besser gegangen ist. Eine Frage an dich vielmehr, Dieter, dann in dem Fall, weil ich finde es, wenn man das erstmal von außen betrachtet, finde ich das ethisch ein bisschen fragwürdig, dass man für die eine Gruppe betet, in der Hoffnung, dass es denen dann vielleicht besser geht und das bei der anderen Gruppe nicht macht. Das ist ja schon sehr, sehr fragwürdig, auch moralisch.
dahingehend mal vielleicht eine Frage, die wirklich mal ein bisschen zum philosophischen Gedanken in dem Fall vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt jetzt auch ein bisschen dazu beitragen könnte. Wenn man nur diese Thematik betrachtet, für diese eine Gruppe wird gebetet und für diese andere Gruppe wird nicht gebetet, ist es ja, wenn man das so betrachten mag, in erster Linie eine wissenschaftliche Entscheidung. Ja, wenn man sagt, man versucht das möglichst neutral anzugehen, aber dahinter steckt ja, und da kommt jetzt der philosophische Gedanke zwischen Gut und Böse vielleicht auch daher, deswegen an dich auch vielmehr die Frage, Dieter. Auch wenn wir das jetzt sagen würden, wir betrachten es wissenschaftlich, für die einen wird gebetet, für die anderen nicht, bedeutet das aber doch psychologisch gesehen, dass für die einen etwas Gutes getan wird und für die anderen etwas Schlechtes. Und dieses Schlechte, das schwingt ja dann mit, für die nicht gebetet wird. Woher kommt denn dann dieses Schlechte? Oder interpretiere ich da vielleicht jetzt doch wieder zu viel rein? Nur ich denke mir, wenn wir in manche Bereiche schon so weit reingehen, wo wir Sachen häufig auch interpretieren, dann weiß ich nicht, ob dieser Gedanke nicht vielleicht auch doch naheliegend ist dann in dem Fall. Glaube ich nicht. Wenn ich etwas Gutes tue für eine Gruppe, für die andere Gruppe aber nichts tue, tue ich ja für die nichts Schlechtes. Schlechtes wäre jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt negativ beten würde oder negative Gedanken lenken würde auf diese Gruppe. Dann würde ich was Schlechtes tun für die. Aber da ich ja nur Gutes für die eine Gruppe tue, tue ich nichts Schlechtes für die anderen. Aber Ich glaube, so muss man das sehen. ist bevorzugen nicht Gutes tun und nicht bevorzugen dann Schlechtes, wenn man das in diesem direkten Punkt ja auch hat. Es ist ja etwas, was zeitgleich in diesem Moment geschieht, wo man sich bewusst dafür entscheidet, den anderen vielleicht etwas mehr zu geben. Aber das ist ja eben doch genau das Gute. Und das Schlechte ist doch in dem Fall, dass die das nicht bekommen, obwohl die Möglichkeit da ist, weil es eben zeitgleich passiert. Das ist unsere subjektive Betrachtung der Tatsachen jetzt. Ja, natürlich ist das schlecht, dass die anderen nicht auch bebetet wurden, sage ich mal. Das kann man hinterher immer noch machen. Aber um jetzt erstmal den Test zu machen, ist es immer angenehm, wenn man an jemanden denkt, positiv denkt. Der spürt das. Das ist jetzt wieder Telepathie. Da sind wir bei meinem Thema. Das sind positive Energien, die ich zum Beispiel an dich geschickt habe und an den Daniel geschickt habe. Immer wenn ich an euch denke, dann freue ich mich. Das heißt also, es kommen bei euch, ob bewusst oder unbewusst, vollkommen egal, positive Energien an. So. Und dadurch mag es euch ein kleines bisschen besser gehen. Ich gebe euch nachher meine Kontonummer. Aber ist egal. Es ist halt so. Energien gehen nicht verloren. Die Physiker sagen, Energie kann nicht verloren gehen. Die wird nur umgewandelt. Zum Beispiel die Frequenz auf Frequenz vom Werner 28, 29 Kilohertz. Die kannst du umwandeln, wenn du da mit 100 Watt rausarbeitest, mit dem Sender, in Wärme zum Beispiel, in Magnetismus, was auch immer. Keine Ahnung. Aber niemals, es kann nicht verloren gehen. Das heißt also, die positive Energie, die du hast und die du jetzt als Betender an diese Gruppe gibst, an die eine Gruppe gibst, die kriegt die andere Gruppe auch ab. Kannst du machen, was du willst, aber halt nicht in der Stärke. Das ist klar. Also von daher sehe ich da nichts Verwerfliches dran. Aber ich finde, man sollte, wenn man betet, das intensiv machen. Nicht Larifari, wie es häufig in der Kirche gemacht wird. Man sollte es intensiv machen und tatsächlich im Gespräch mit allen zusammen die Gedanken per Telepathie abschicken. Dann hilft das. Das hilft 100%. Werner nickt zustimmend. Glaube ich. Beziehungsweise, das hat nicht mit Glauben zu tun, davon bin ich Nö. auch überzeugt, Dieter. Ja, ganz genau. Absolut, Ja, absolut. wir wissen, Hat gar was nichts. Frequenzen und was Energie bewirken kann. Absolut. Ganz genau. Ich So ist das. habe noch eine Frage zu etwas, was du vorhin erzählt hast, Werner. Du hast uns ja die Geschichte erzählt von deinem Besuch in Frankreich und dass du da dieses kleine Dörfchen, Städtchen, wie auch immer, was das war, gesehen hast. Und dann war es am Ende gar nicht da. Und dass du der Meinung bist, du hast da ja durch so eine Art Portal gucken können mit deiner Begleiterin damals. Wie stellst du dir vor, für dich, oder hast du eine Vorstellung für dich, wie könnte man das jetzt beschreiben? Gut, man hat jetzt diesen, ja, durch dieses Portal, wie gesagt, gucken können. Wie kann ich mir das vorstellen? Oder wie könnte man das beschreiben? Ist es
Hast du eine Idee, auf was für einen Radius das sich beschränkt? Ist es wie so eine Art Nebel oder Wolke, in der sich das, in der das Ganze dann stattfindet? Ist es wirklich in kann man sich vorstellen, wie so ein Riss oder so ein Loch, durch das man durchguckt? Oder wie, was hast du da für eine Idee, für eine bildliche Vorstellung davon? Also in dem Fall und in dem Moment war das für uns, es erschien alles völlig real. Wir haben natürlich nicht auf irgendwelche Nebel geachtet. Ich habe die ganze Szenerie heute eigentlich noch gut vor Augen. Aber in dem Moment haben wir auf die Häuser geschaut, auf die Kinder da und sind dann weitergefahren. Aber an einen Nebel oder irgendeine solche Veränderung kann ich mich wirklich absolut nicht erinnern. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Man sagt das oft, man berichtet das auch, dass so ein grüner Nebel auftritt und dann Menschen verschwinden. In dem Zusammenhang, man solle da aufpassen. Auch da hatten wir ja mal ein seltsames Erlebnis. Da sind wir wohl wirklich rechtzeitig abgehauen. Aber dort hatten wir das nicht. Es war nicht irgendwie abgegrenzt gegenüber der Rest der Umwelt. Ja, es war einfach für uns, es war wie real. Und das schildern ja auch andere Menschen. Wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, sie sind da irgendwo durch den Wald gegangen und da stand ein altes Schloss. Und da haben sie Leute gesehen, da gingen Leute spazieren und die waren so altertümlich gekleidet. Und kamen dann zurück, die haben auch nie von einem Nebel berichtet. Ich Das denke, es gibt ja auch ganz verschiedene Wirkungsweisen, je nachdem, was ein Portal auch macht. Der Charles Burles hat in seinem Buch, glaube ich, geschrieben, über das Bermuda-Dreieck, Werner, dass dort Nebel auftreten. Ich glaube, das ist schon ewig her, dass ich das gelesen habe. Bestimmt Ich 30, auch. 40 Jahre. Ja. Boah, ich meine, es wäre sogar grüner Nebel gewesen, aber vielleicht war das jetzt auch ein Film, wo ich irgendwann gesehen habe. Also da soll es Nebel gegeben haben. Auch die Flugzeuge von den sechs Jägern, die in Florida aufgestiegen sind, da soll wohl auch Nebel gewesen sein. Dann die auf einmal, obwohl die nicht weit weg waren von der Küste, ne? Und die sind auch verschwunden, Ja, ne? die Frage zielt ja auch darauf ab, will dieses Phänomen sich in irgendeiner Art und Weise verschleiern oder will es sich sogar bemerkbar machen durch das eben so Nebel auftritt, dass du will es zeigen, okay, guck hier, jetzt verändert sich was für dich und es beschränkt sich auf diesen Radius. Die Frage ist, sind auch die Probanden, die sich in dieser Anomalie abspielen. Du hast von diesen Bewohnern geredet, die Kinder, die da spielten und, ne, und die Menschen, die da sich bewegten. Leben die in ihrer eigenen Zeit? Sind die sich dessen bewusst? Sind die sich bewusst, dass sie ein Phänomen sind, ein Teil dieses Phänomens sind? Vermutlich nicht, würde ich jetzt Nee. mal sagen, aber vermutlich nicht. Aber könnten diese Menschen zum Beispiel auch, was würde passieren, wenn sich einer aus diesem Radius, es muss ja irgendwo in einer Art Radius bestehen in dem Moment, wenn sie sich aus dem Radius rausbegeben können, wäre das möglich? Könnten die da rauslaufen, bewusst oder unbewusst? Was würde dann passieren? Und ich meine, ihr seid ja auch drin in dieser Anomalie in dem Moment, ne? Das ist die Frage. Was passiert, wenn du diesem, oder ist dieses Phänomen zeitlich beschränkt und überstreckt sich und erstreckt sich dann über einen unbegrenzten Raum? Kann sein, dass du innerhalb dieser 5 oder 10 Minuten, was weiß ich, ein paar Kilometer weiter fährst und da siehst du noch mehr so alte Gebäude und Menschen von früher und dann irgendwann ist diese Anomalie vielleicht zeitlich, ist die zeitlich begrenzt und ist dann zu Ende. Das meine ich vielleicht. Das ist interessant für mich, um das vielleicht herauszufinden, ob das jetzt ein Radius ist oder ob das ein zeitlich begrenztes Phänomen ohne Radius ist. Also das sind wirklich alles spannende Fragen und du glaubst es mir vielleicht, wie oft ich mich, seitdem mir das bewusst wurde, wie oft ich mich schon gefragt habe, was wäre passiert, wenn wir zu den Kindern hingegangen wären? Wir haben es nicht gemacht, weil wir irgendwie, wir hatten wie einen Respekt. Klar, wir kamen da mit dem
ja, ich sag mal, mit dem dicken Auto vorgefahren und die sind da barfuß vor den Häusern bei der aufgehängten Wäsche rumgehüpft und die haben uns auch nicht beachtet, also die haben nicht zu uns geschaut. Und ich habe mich schon so oft gefragt, was wäre geschehen, wenn wir gesagt hätten, komm, wir lassen die Karre stehen, wir laufen da mal hin. Wir haben es eben nicht gemacht. Und ja, das mit dem Nebel, deine erste Überlegung, und das ist auch eigentlich eine interessante Überlegung, ob der Nebel irgendetwas bewusst erzeugt ist von irgendjemandem oder von irgendetwas. Wir sind bisher davon ausgegangen, dass dieser Nebel auch etwas mit Energie zu tun hat, dass hier in dem Moment irgendetwas geschieht, gerade bevor Menschen verschwinden. Aber wir haben noch bisher keine Erklärung dafür, was es sein könnte. Das kann ich ruhig sagen, wir sind also hier sogar mit Physikern inzwischen an einer Versuchsreihe, um herauszufinden, was es mit dem grünen Nebel auf sich hat, ob er durch Energien zum Beispiel hervorgerufen oder erzeugt werden kann. Da stehen wir aber noch recht am Anfang. Wir haben, wenn ich das richtig weiß, pro Jahr in Deutschland 52.000 Menschen, die spurlos verschwinden. Einige tauchen wieder auf. Wo bleibt der Rest? Könnte es sein, dass wir viel mehr dieser Zeitanomalien haben, hier in Deutschland, allein in Deutschland, ohne dass es einer weiß, ohne dass es publik gemacht wird? Eine ganz heiße Kiste, glaube ich, wo jeder Politiker wahrscheinlich sofort die Finger weglässt. Weil er sagt, um Himmels Willen, da sprechen wir nicht drüber. Zum Beispiel wie über das Thema UFO dasselbe. Könnte es, ne? Also UFO, Zeitmaschine, Portal, könnte auch alles sein. Von der Energiemenge, die dieses UFO benötigt, um zu fliegen, mal ganz abgesehen, das macht ein riesen Magnetfeld, pipapo, was auch immer. Es könnte alles bewirken. Also ich könnte mir alles vorstellen in der Beziehung. Also jetzt auf deinen Pfad aufzuspringen, Werner. Ne? Ja. Das muss ja nicht nur ein Portal sein im Sinne von Ringen, wo sich sieben Zeichen bewegen und dann geht man Genau. durch und ist woanders. Sondern ein Portal ist für mich alles eigentlich. Überall da, wo ich eine andere Wahrnehmung habe, ist schon ein Portal, wenn man so Genau. möchte. Also das ist ja hochinteressant eigentlich, Genau. Und die wenn um dich Überlegung. her, ja, wenn um dich herum die Realität verändert ist, bist du mittendrin. Bist du mittendrin, ganz genau. Genau. Ganz genau. Ich denke auch, dass es vielleicht nicht unmöglich ist, dass jemand oder etwas oder vielleicht sogar außerirdische Lebensformen, wer weiß, oder frühere Zivilisationen auf der Erde vielleicht Portale geschaffen haben, dass man hinter dir jetzt sieht. Die Leute, die hier nur zuhören, die können es natürlich nicht sehen, aber hinter dir ist ein Bild von einem ja, Stargate-ähnlichen Ja, Portal, ach so, das ja, man das hier da, ja. erkennt, ne? So ein runder, so ein Kreis, durch den man dann vermeintlich durchlaufen kann und in eine andere, ja, irgendwo anders rauskommt. Kann ich mir vorstellen, dass vielleicht sowas auch künstlich erzeugt werden konnte, wer weiß, oder dass es irgendwo, ja, jemanden gibt, der sowas bauen kann. Aber ich denke, es soll ja auch Portalplätze auf der Welt geben. Da sieht man Felsen, die das dann eben darstellen oder irgendwelche, ja, was weiß ich, großen Steine, die da stehen. Stonehenge zum Beispiel, sagt man ja auch manchmal ein Portalplatz. Das ist aber Ja. vielleicht dahin gebaut worden, um zu zeigen, hey, hier ist was oder weil die den Platz eben, ja, verehrten dann diese Menschen, die das dann genutzt haben und diese, wie ich gerade gesagt habe, diese Anomalien vielleicht da zeitlich beschränkt auftraten, vielleicht auch regelmäßig, einmal im Jahr, alle 10 Jahre, alle 50 Jahre, wer weiß. Weiß der Teufel, was dann da passiert ist. Aber ich fand auch die Idee von Dieter vorhin ganz, ganz gut, dass das vielleicht mit Sonnenstürme zu tun hat, mit Magnetismus, mit was weiß ich. Das finde ich schon ganz spannend, ne? Dass dann solche Portale vielleicht dadurch geöffnet werden könnten. Fragt sich nur, was hat dann dieser Ort an sich, dass sich dort eben so ein Portal auftut? Was hat jetzt dieser Ort in Frankreich an sich, im Boden, im Wasser, in der Luft, keine Ahnung, wo auch immer, dass sich genau an dieser Stelle eben ein Portal auftut? Oder hat es mit dir zu tun? Wollte das Phänomen jetzt von euch beobachtet werden, weil ihr gerade an dieser Stelle wart? Wollte das Phänomen, dass ihr es seht?
Guck doch mal. Positiv, negativ. Positiver Pol gibt Energie, negativer nimmt auf. Zum Beispiel, vielleicht sind das irgendwelche negativen Punkte auf der Erde, die zum Beispiel die Sonnenstrahlung oder die Sonneneruptionen, diese Sonnenstürme aufnehmen. Zum Beispiel, dadurch diese große Energiemenge entsteht, könnte ich mir vorstellen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich bin kein Physiker, ich bin Autoschlosser, also immer noch. Von daher, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Das Ne? müsste Dass man aber man, auch. Ja. was weiß ich auch immer, wir haben ja Metall in der Erde, also Eisenerze. Wir haben allen möglichen Kram an chemischen Verbindungen in der Erde. Nicht chemische Verbindungen, aber Metallelemente, alles Mögliche. Da entstehen natürlich auch Spannungen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da solche Orte durch die Sonnenstrahlung, durch die Sonnenwinde, was auch immer, Magnetstürme, die ja von der Sonne kommen, dass da solche Punkte dann zu ganz bestimmten Tageszeiten auftreten und patsch bis in eine andere Zeit. Überleg mal, Aktiviert, 50.000 Menschen, ne? ja, aktiviert werden, Ja, wie auch immer. ja, wie auch immer, genau. Also ich weiß es nicht, aber Werner ist da schon ein Stück weiter als wir. Ich finde Ja. das Wahnsinn, ja. Ich finde Ach, nur. ich wollte noch eins sagen. Lass mich noch eins sagen. Ich bin also jetzt im Juni, nein, nicht im Juni, falsch, April, Mai. Im Mai bin ich in Stonehenge und werde dort mal schauen, ob ich da etwas spüre. Ich bin also besonders sensitiv, das weißt du, Werner. Ob ich irgendwas spüren kann da. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht, aber ich hoffe es. Werden wir sehen. Ja, interessiert mich, ja. Ja. Gib mal Rückmeldung. Mache ich, mache ich. Ja, Wie gern. gesagt, schauen wir mal. Ja, nicht, dass wieder wie letztes Jahr, weißt du, die da in Stonehenge, dass ich dann betrunken und nackt von den Steinen da runterziehen musste. Gut, die Chance besteht, aber vermutlich nicht, weil ich vertrage nicht mehr viel Alkohol. Also ein Glas Rotwein reicht, um mich ins Reich der Träume zu schicken. Alles vorbei, alles vorbei. Die Jugend ist vorbei. Sehr gut. Ja Dean, gut, was und du da drin mit hast. dem Stichwort, dass die Jugend vorbei ist, ist auch heute die Sendung vorbei. Aber Dieter, du musst auf jeden Fall, wenn du Stonehenge besucht hast, auf jeden Fall berichten, ob du da was, das Prickeln in deinem Bauchnabel gespürt hast. Ja, mache ich gerne, ja. Ja, das auf jeden Fall. Und das Thema generell ist wahnsinnig interessant, weil das Thema sehr, sehr weit gefächert ist. Also Absolut. es driftet in alle Richtungen ab. Wir haben am Anfang oder ich habe am Anfang das Thema des Glaubens aufgebracht, was einen großen Teil manchmal spielt, manchmal auch gar nicht spielt. Wir reden über Punkte, die sehr greifbar sind, aber dann auch mit Dimensionsübertritt oder wenn sich eben diese Portale vermeintlich öffnen, was man dann dahinter sieht, ob es dann eine Verschiebung des Ortes ist, der Zeit oder was auch immer dahinter stecken kann, dass es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte da gibt und dass es natürlich auch mit telepathischen Möglichkeiten auch zusammenhängen kann und ein sehr, sehr großes und interessantes Feld und dementsprechend danken wir heute Abend unseren beiden Gästen, Dieter Rüskens selbstverständlich und Werner Beetz. Vielen Dank euch beiden, dass ihr Gerne. heute die Gerne. Zeit vor allem auch genommen habt, über dieses sehr, sehr spannende Thema zu sprechen und ich bin mir sicher, es wird nicht die letzte Ausgabe sein in dieser Formation, in der wir uns über dieses Thema unterhalten werden.